Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Herzlich willkommen in diesem neuen Video. Wie ihr im Titel schon gelesen habt, ich war wieder bei DM und dieses Mal bin ich nicht ganz so krass ausgerastet. Ich habe mir schon so die ein oder andere coole Sache gekauft, aber nicht ganz so viel wie beim letzten Mal. Ich bin Student, Leute. Ich muss so ein bisschen auf meine Geldbörse achten. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, ich bin an einem Produkt vorbeigelaufen und mein Drittel Mexikaner in mir, das dachte sich so, boah, wir brauchen das. Wir brauchen das, da ist Chili drin, Leute. Ich rede von diesem Lip Booster von Catrice, Leute. Volumizing Extreme Lip Booster Hot Chili Extract. So sieht das gute Stück aus. Seht ihr die Chili da drauf? Ah, ich habe ein bisschen Angst, aber ich konnte auch nicht so greifen, weil ich bin gespannt. Also so Lip Booster ist ja immer so eine Sache. Ja, aber dann mit Chili, Leute. Rosa Lip, oder ist sogar rosa. Ich dachte irgendwie, der wäre durchsichtig. Rosa Lipgloss mit Menthol und Chili Extrakt für einen extrem kühlenden, kribbelnden Effekt. Nicht auf gereizte oder empfindliche Lippen auftragen. Okay, ich habe gerade beschlossen, ich trage den auf, aber auf meinen Lippenstift. Riecht irgendwie wie so ein Kindheitslipgloss. Als Kind habe ich auch solche Lipglosses benutzt, aber ohne Chili drin. Ihr seht die Farbe. Ich probiere es erstmal am Handrücken aus. Okay, es kribbelt. Tragen wir das gute Zeug doch mal auf die Lippen auf. Ich frage mich, ob das auch gut mit Lippenstift geht, aber ich denke schon, oder? Okay. Schmeckt auch ein bisschen kühlmentholig. In der Zeit, in der wir abwarten, ob das Produkt jetzt was taugt oder nicht, ich muss übrigens an dieser Stelle kurz mal sagen, ich merke den kühlenden Effekt auf jeden Fall. Also das auf jeden Fall schon mal, aber ob der jetzt wirklich irgendwie die Lippen so ein bisschen aufplustert oder nicht, werden wir gleich so sehen im Laufe des Videos. Ich bin gespannt. Okay, langsam fängt es so ein bisschen an zu kribbeln. Wir machen jetzt einfach weiter. Ich date euch weiter ab. Ich habe mir eine Retinol-Tuchmaske gekauft, liebe Leute, für anspruchsvolle Haut. Für eine sichtbare Glättung. Ob die Glättung jetzt wirklich sichtbar ist, ich bin mir nicht sicher. Intensive Feuchtigkeit hat mich aber auf jeden Fall überzeugt. Und Retinol, Phytosqualan, keine Ahnung, was das ist, aber Retinol und Vitamin E hat mich auf jeden Fall überzeugt. Straffend und glättend. Warum nicht, Leute? Wir gehen langsam hier auf die 30 zu. Ich habe noch ein paar Jährchen, ja, aber ich dachte mir, ich probiere das mal aus. Bin nämlich mega gespannt. Und intensive Feuchtigkeit klingt gut, kann auf jeden Fall nicht schaden, oder? Und ich wollte immer schon so eine Tuchmaske ausprobieren. Ich habe das, glaube ich, noch nie gemacht. Ich kann mich auf jeden Fall nicht dran erinnern. Ja, und deswegen dachte ich mir, probieren wir das Ganze doch mal. Sieht man irgendwas an den Lippen? Ich glaube nicht, oder? Oder doch? Moment. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe das Gefühl, man sieht ein bisschen was. Vielleicht ist es auch nur Einbildung. Ich weiß es nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, es plustert ein bisschen auf. Nicht viel, aber so ein bisschen, oder? Was sagt ihr? Was ich mir ebenfalls gekauft habe, ist diese Dusche, liebe Leute. Ich liebe Duschen. Oh, die so lecker riechen. Für mich, Leute, ist es wirklich... es ist mein persönlicher Wellness-Beauty-Moment, wenn ich irgendein Duschzeug habe, was unnormal lecker riecht. Mir ist es richtig wichtig, dass ich unter der Dusche echt so ein Zeug habe, wo ich sage, boah, mir tut das gerade so gut, das zu riechen. Das ist wirklich wie so Wellness für mich, wenn ich irgendwas unter der Dusche habe, was richtig lecker riecht. Deswegen neige ich auch eher dazu, mir teureres Duschgel zu kaufen. Beziehungsweise es muss nicht zwangsläufig teuer sein, aber ich achte halt schon drauf, dass es richtig, richtig gut riecht. Und das hier, Leute, das riecht verdammt gut. Special Edition Feeling Tropical Aroma Dusche. Weißer Pfirsich, Passionsfrucht. Das nervt mich gerade mit den Geräuschen. Es riecht wie eine Mischung zwischen, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, fruchtigem, leicht süßen Pfirsich, aber trotzdem einer super, super frischen Dusche. Es ist wirklich so eine Mischung zwischen mega frischer Geruch, aber trotzdem super fruchtig, pfirsichmäßig. Wenn ihr auf Pfirsich steht und solche Sachen, das geht so ein bisschen in die Richtung, ich weiß nicht, wer das noch kennt, die alte Produktreihe von Balea, die hatte auch mal so ein Pfirsich-Shampoo und davon gab es auch nochmal eine Feuchtigkeits-Pfirsich-Spülung. Das geht so ein bisschen in die Richtung, aber ich muss sagen, obwohl das damals mein Favorit war, ich glaube, ich finde das jetzt noch besser. Ich finde, es riecht sehr gut, Leute. Wenn ihr damals also das alte Shampoo oder die Spülung von Balea gefeiert habt, die so krass nach Pfirsich gerochen hat, das wird auf jeden Fall euer Produkt werden. Dieser arme Proteinkeks, der wurde schon ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Der ist vielleicht etwas ja, platt gedrückt worden in meiner Tasche. Davon gab es auch eigentlich mehrere, die habe ich schon gegessen. Auf jeden Fall ein All-Time-Favorite. 3000 Mal besser als der von Foodspring, Leute. Also pure Enttäuschung der von Foodspring. Und der hier, der ist richtig, richtig gut.
Falls ihr also nach der Suche nach irgendeinem leckeren Eiweißprodukt seid und ihr steht auf so Half-Baked-Cookies, das hier ist auf jeden Fall ein Produkt für euch. Was ich mir ebenfalls gekauft habe, sind zwei Badezusätze. Ihr wisst, ich liebe Baden und auch so Orange-Mandarine-Düfte, das ist auf jeden Fall voll meine Schiene. Und das hier mit Himbeer-Limette, das sah einfach richtig, richtig cool aus. Das wollte ich einfach mal ausprobieren und deswegen habe ich mir diese zwei Badesätze auch noch mitgenommen. Sehen meine Lippen aufgeplustert aus oder nicht? Ich finde so ein bisschen. Also, ich weiß nicht. Vielleicht fühlt es sich auch nur so an. Und deswegen bilde ich mir das ein. Oder sind die echt ein bisschen minimal größer? Ich weiß es nicht. Was sagt ihr? Ich finde, die sehen ein kleines bisschen größer aus. Woran ich ebenfalls nicht vorbeilaufen konnte, an diesem Plexcare-Zeug. Dieses Plexcare-Serum von Balea, das ist ja so ein bisschen wie so ein Dupe-Produkt für diese Bond-Reihe von L'Oreal. Und deswegen muss ich sagen, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Beide Produkte gehen ja so in die Richtung Dupes für Olaplex und deswegen, wenn Balea jetzt so ein Produkt rausgebracht hat mit Hitzeschutz, angeblich hilft es, Lücken in der geschädigten Haarstruktur wieder aufzufüllen und so. Ich war neugierig und ich muss sagen, ich habe es noch nicht ausprobiert. Anwendung. Das Serum in das Handtuch trockene oder trockene Haar einmassieren. Wir machen das jetzt einfach mal im trockenen Haar und dann gucken wir mal, ob dieses Produkt irgendetwas taugt oder zumindest auf den ersten Eindruck. Ja, mal sehen. Nimmt man davon einen Pumpstoß? Steht da nicht. Ich habe jetzt einfach, ich bin mir nicht sicher, ob ich nicht viel zu viel genommen habe. Ich habe 3 Pumpstöße genommen. Vielleicht ist das ja auch viel zu viel. Ich bin mir sicher, es ist viel zu viel. Das erinnert mich an irgendwas geruchlich. An irgendwas, was ich in meiner Kindheit, glaube ich, benutzt habe. Ja, vielleicht ist es gerade viel zu viel. Bin mir noch nicht sicher. Okay, Leute, ich fühle mich wie ein neuer Mensch mit diesen Haaren. Ich sollte viel öfter so Leave-In-Produkte benutzen. Zu meiner Verteidigung, ich bin gerade so ein bisschen durch den Regen gelaufen und nach der Uni und dies und das und Ananas und so, ne? Wie das halt so ist im Alltag. Ich habe da nichts bei meine Haare getan und meine Haare auch nicht gestylt vor dem Video oder so. Nicht, dass ich das jetzt irgendwie krass machen würde. Ob dieses Produkt jetzt wirklich mehr kann als andere Leave-In-Produkte, das sei jetzt mal dahingestellt, aber als Leave-In-Produkt macht es auf jeden Fall, was es soll. Ich finde, meine Haare sehen definitiv viel gepflegter aus. Sie sind in einer Form, sie sind einfach in einer richtigen Form gerade. Und deswegen würde ich auf jeden Fall schon mal sagen, hat das Produkt auf jeden Fall bestanden? Ob das Produkt jetzt wirklich Haare repariert, wage ich an dieser Stelle mal zu bezweifeln. Aber sie sehen auf jeden Fall deutlich fresher und besser aus, nachdem man es benutzt. Falls ihr jetzt schon ein anderes Leave-In-Serum zu Hause habt, mit dem ihr super zufrieden seid, würde ich sagen, braucht ihr das nicht. Falls ihr aber auf der Suche seid nach einem guten Leave-In-Serum, wo ihr sagt, ja, ich möchte gerne auch ein bisschen fresher aussehen und so ein bisschen eine gepflegtere Haarstruktur haben und so, dann ist es auf jeden Fall ganz cool. Ebenfalls habe ich mir das Night Recovery Öl gekauft von Alverde. Das beinhaltet unter anderem Bio-Argan und Bio-Mandel. Regeneriert und beruhigt die Haut. Ich habe mir das Produkt gekauft, weil ich das Gefühl habe, ich kriege gerade so um die Nase drumherum oder auch so in einzelnen Stellen im Gesicht trockene Haut. Jetzt möchte ich mir ungerne während des Tages irgendwie ein Öl ins Gesicht klatschen und damit rumlaufen, Leute. Das ist also auf jeden Fall eine ganz gute Lösung. Man könnte bestimmt auch jedes normale Öl irgendwie nachts einfach benutzen. Aber das Marketing hat mich angesprochen. Es ist ein neues Produkt, ich bin super, super neugierig. Und es ist Naturkosmetik, das ist mir auf jeden Fall auch wichtig. Es ist so eine kleine süße Flasche, sie ist ein bisschen kleiner als ich dachte. Aber ich bin mir sicher, es ist relativ ergiebig, gerade weil es halt auch nur fürs Gesicht ist. Ich werde euch also in einem zukünftigen Video nochmal berichten, ob dieses Fläschchen hier was taugt oder nicht. Und dann sind wir auch schon beim letzten Produkt, liebe Leute. Ich habe mir wieder Erdnusscreme nachgekauft. Gerade wenn man Keto isst, ist so Erdnussmus, Erdnusscreme, Mandelmus, diese ganzen Nussprodukte sind einfach super. Es gibt auf jeden Fall schlimmere Keto-Snacks. Erdnussmus ist natürlich an dieser Stelle besser als Erdnusscreme, weil die Erdnusscreme natürlich nicht nur 100% Erdnuss beinhaltet. Finde ich jetzt aber halb so schlimm, weil ich persönlich finde, das Mousse, das ist so ein bisschen zu, wie soll ich das erklären? Es saugt einem, es zieht einem so ein bisschen den Speichel aus dem Mund. Beste Beschreibung. Aber das ist genau das, was so Mousse tut, Leute, wirklich. Und das hier wiederum, da ist halt ein bisschen Salz und sowas drin, aber da habe ich das Gefühl, es zieht mir nicht komplett den Speichel aus dem Mund und ich mische die beiden Sachen gerne. Das hier ist mir nämlich tatsächlich ein bisschen zu salzig, während ich Mandelmus ein bisschen zu lasch finde. Und ich finde tatsächlich die Creme gemischt mit Erdnussmus auf jeden Fall super. Abschließend zu diesem Lip Booster muss ich sagen, ich hätte mir einen etwas größeren Effekt gewünscht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt gerade, was ich sehe, ob ich mir das einbilde, ob da ein kleiner Effekt ist oder nicht. Teilt mir das auf jeden Fall gerne in den Kommentaren mit. Also ich sag mal so, ich hätte mich jetzt nicht über einen größeren Effekt beschwert. Aber da wiederum kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass viele Leute empfindliche Lippen haben und so ein Produkt natürlich nur so semi-gut ankommt und vielleicht auch nur so semi-gut vertragen wird. Das war es jetzt schon mit meinem DM-Haul. Habt ihr eins der Produkte schon mal ausprobiert? Findet ihr sie gut? Könnt ihr mir vielleicht andere coole Produkte empfehlen? Schreibt mir sehr gerne einen Kommentar. Dann wünsche ich euch noch einen super, super schönen Tag und bis zum nächsten Mal.